Schönen guten Abend zu Kitchen Talk Nummer, so viele Finger habe ich nicht, 17 in der Kulturküche im Herzen der Altstadt in Mönchengladbach. Klasse, dass Sie da sind, dass ihr da seid, dass ihr reingeklickt habt, euch das Ganze anschaut, dass Sie da sind bei City Vision, auch wieder dabei. Und wir werden 64 Minuten und 49 Sekunden nicht nur über Fußball heute sprechen, aber schon ziemlich viel, denn meine beiden Gäste, die leben Fußball, die haben mit Fußball zu tun oder hatten mit Fußball zu tun. Und damit wir nicht zu viel Zeit verlieren, gehen wir auch sofort ans Eingemachte. Und apropos Zeit, wir haben natürlich so etwas wie einen Schiedsrichter. Ich habe zwar die Pfeife, aber er hat die Uhr. Der Mann, der darüber wacht, dass wir die 64 Minuten und 49 Sekunden nicht über- oder unterschreiten. Deswegen, mein bester Freund, aber heute Abend ist er der Timinator. Danke, guten Abend. Vielen Dank. Danke, danke, danke. Es freut mich zu hören, dass die leisen Buhrufe so ein bisschen das Gefühl von eines Eigentores hatten. Also wenn das vorher einstudieren lässt, dann war das genau an der richtigen Stelle. Oder hast du da was mit zu tun? Nein. Ich meine, da du mich versucht hast, den ganzen Abend schon aufs Glatteis zu führen, werde ich mir über 64 Minuten und 49 Sekunden überlegen, wie ich mich rechnen kann. Aber mehr dazu später. Von mir aus können wir anfangen. Ich sage nur eben, für die Leute, die zum ersten Mal da sind, ich werde zwischendurch immer an diesem Hochpräzisionsmesszeitgerät, noch analog, nicht digital, immer bekannt geben, wie lange noch zu reden ist. Und diese super Stoppuhr sagt uns, wir können loslegen von mir aus. Dann starte die Uhr und dann kommen Sie rein. Unsere Gäste. Läuft. Die Zeit läuft. Und ich begrüße heute Abend Kitchen Talk Nummer 17, die Radio 90.1 Moderatorin Petra Koch. Da ist sie. Petra, schön, dass du da bist. Mit Mikrofon kennst du dich aus. Nimm so deins. Hallo. Du kommst auch gerade von deiner eigenen Show. Darüber werden wir auch gleich reden, wenn ein Mann da ist, den du auch schon, ich weiß nicht, 4 oder 5 Mal zu Gast hattest in deiner eigenen Show. Denn hier ist er. Ja, eben ganz böse hat ein Kameramann gesagt. Was macht der Mann eigentlich jetzt? Wir werden ihn fragen. Hier ist Ex-Bundesliga-Profi vom Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC, Arminia Bielefeld, aber er ist Borusse durch und durch im Herzen. Er ist ein Fohle. Hier ist Thorben Marx. Ja, Torben, ich freue mich, dass du da bist. Nimm dein Mikrofon. Früher hieß es immer 90 Minuten durchhalten, heute nur 64 Minuten, 49 Sekunden. Reicht die Luft dafür noch? Ja, in letzter Zeit war es bei mir ja noch weniger, ne? Aber das kriege ich schon hin. Gut, dann gehen wir sofort zur Sache und zwar kleine Neuerungen heute im Kitchen Talk. Eigentlich gibt es den halbwahren Lebenslauf immer von unseren Gästen jeweils selbst vorgelesen, aber heute kreuzen wir das Ganze mal. Das bedeutet, Petra liest den von Torben und Torben liest den von Petra. Wie machen wir das jetzt bei Ladies First? Wer fängt denn dann an? Ja. Also Petra, bitte, walte deines Amtes, lies bitte den halbwahren Lebenslauf von Thorben Marx. Der halbgare, wahre, ne? Okay. Der halbwahre Lebenslauf von Thorben Marx. Thorben Marx wurde am 1. Juni 1981 in Berlin geboren und angeblich war sein erstes Wort Ball. Bevor er das Laufen lernte, konnte er schön grätschen. Mit 5 Jahren machte er dies dann auch und zwar beim FC Sternmarienfelde. 1998 unterschrieb Thorben Marx seinen ersten Profivertrag bei Hertha BSC. Weil er keine Lust mehr hatte auf die Berliner Currywurst, wechselte er in eine Stadt, die es eigentlich gar nicht gibt, nach Arminia Bielefeld, beziehungsweise nach Bielefeld zur Arminia. Da die Bielefelder nicht nur kulinarisch, sondern auch sonst nichts zu bieten hatten, verlängerte er seinen Vertrag dort nicht, sondern wechselte zur Borussia nach Mönchengladbach, wo er in 6 Jahren nicht nur zum Vollblut-Borussen wurde, sondern ungefähr 2835 vor meinem Mikrofon stand. Bald steht Thorben Marx ebenfalls, und zwar vor einer weiteren Karriere als Kleinfeldfußballer, nämlich heute Abend sitzt er allerdings hier und zwar als Gast im Kitchen Talk. Thorben Marx bei uns. Reden wir gleich noch drüber, was gelogen war, was wahr war. Jetzt erstmal der halbwahre Lebenslauf von Petra Koch. Okay, der halbwahre Lebenslauf von Petra Koch. Wie ich schon sagte. Petra Koch kam trotz ihres Nachnamens nicht in einer Küche, sondern in einem Krankenhaus zur Welt, und zwar an einem 9. Oktober in der Nähe von Aachen. Dort studierte sie später an der RWTH Germanistik und Pädagogik, aber da sie wenig Lust hatte, Taxi zu fahren, entdeckte sie ihre Liebe zum Mikrofon. Als Redakteurin von Antenne AC, dem Aachener Lokalsender, erkannte sie recht schnell, dass in Mönchengladbach zumindest der bessere Fußball gespielt wird, und wechselte 2001 zum Lokalsender Radio 90.1, also dem Sender, bei dem auch Knippi einst anfing. Hier ist sie seit 14 Jahren... Woher weißt du das? Hier ist sie seit 14 Jahren Chefin vom Dienst und rückt mit ihren Fragen nicht nur Fußballern auf die Pelle, denen aber besonders gerne, vor allem in ihrer Sendung Borussia Hautnah, bei der Petra immer aktuelle Spieler empfängt und löchert. Im März war ich selbst noch dort zu Gast. Eben noch stand Tobias Sippel und André Hahn ihr im Minto Rede und Antwort. Was die beiden dort gesagt haben, kann sie uns ja jetzt erzählen. Im Kitchen Talk. Im Kitchen Talk. Petra Koch. Ja, was haben die beiden denn gesagt? Ach du, war ganz nett, haben viel erzählt, es waren 3 Hundeleute unter sich da, alle hatten Hunde, wir haben über Hunde gequatscht, die schönsten Geschichten erzählt, so wie Hundeleute halt sind, ne? Und damit war der Abend dann auch fast rum. Hast du Hunde? Nee. Ja gut, okay, sonst kann ich jetzt gehen. Sonst können wir wieder eine Runde machen. Wie oft warst du denn jetzt tatsächlich bei Petra? Weißt du das noch? Du warst 6 Jahre hier, warst bestimmt 5-mal da. Ja, denke auch. Ja. So 5-mal. 5 oder 6-mal dann, ja. Bestimmt. Und was hast du dann? Es war immer ein Vergnügen, das muss ich dazu sagen. Immer, wirklich, ungelogen. Was hast du kannst ja nicht immer die gleichen Fragen stellen dann. Was macht man dann? Nee, man ist schon auch mal einfallsreich. Ich habe dir doch nicht immer die gleichen Fragen gestellt, oder? Nee, war immer interessant, auch die Fragen, ja. Und irgendwas also, hat man immer zu sprechen. Was hat sie gefragt? Boah, jetzt müssen wir uns hier auch noch erinnern, ne? Oder? Also es gibt immer leichte Veränderungen in der Sendung von Jahr zu Jahr. Wie geht's? Also na, wie geht's? Genau, na, wie geht's? Gut? War, ne, genau, war's nett? Also ich kann mich noch an die erste Sendung auf jeden Fall erinnern. Da wurde dann auch ein guter Freund von mir zugeschaltet, was dann auch eine große Überraschung für mich war. Und ja. Das hat man, oder es gibt schon mal so Schnellrunden, wo die Jungs eben schnell antworten müssen. Oder es gibt ein bisschen was Entscheidungsfragen, das macht ihr hier auch schon mal ganz gerne. Ne? Oder auch mal die Wahr- oder Falsch-Nummer. Ich weiß jetzt nicht, ob du die mal hattest, aber ich wechsle da auch immer ein bisschen. Ja, also wer die Sendung schon mal gehört hat, auf jeden Fall lohnenswert reinschalten. Auf jeden Fall. Bei Radio 90.1, einmal im Monat, haben wir eben schon mal drüber gesprochen. Ja, viele fragen sich, Thorben, du spielst jetzt nicht mehr aktiv in der Fußball-Bundesliga, aber demnächst, habe ich zumindest so gelesen, als Kleinfeldfußballer für die Kleinfeldfußball-Nationalmannschaft. Die haben das zumindest als Pressemeldung rausgegeben. Was ist das und stimmt das und was machst du da? Ja, es war schon so angedacht, es ist ein Kleinfeldturnier, ist jetzt die Weltmeisterschaft demnächst. Wo ist die? Die ist in Kroatien. Da gab es jetzt auch ein Vorbereitungsturnier. Da konnte ich leider nicht mitmachen, weil ich doch das ein oder andere Problem noch habe, was ich noch aus der aktiven Karriere mitschleppe im Moment. Sprich, ein bisschen Knieprobleme. Deswegen denke ich, werde ich das Turnier auch nicht mitspielen können. Aber ja, wäre eine schöne Sache. Der Maik Hanke wurde auch gefragt. Wir hätten große Lust drauf gehabt. Aber ich denke, das wird leider nicht funktionieren. Aber ja, wäre sicher eine schöne Sache gewesen. Eine WM spielt man ja auch nicht alle Tage. Es war eine Kleinfeld-WM, aber ich hätte schon große Lust drauf gehabt. Was ist denn ein Kleinfeld? Halbes Spielfeld? Ja, das sind 5 Spieler auf dem Feld. Ja, das Feld natürlich viel, viel kleiner. Und die Mannschaft, die ist ja, mehr ein bisschen querbeet zusammengestellt. Da sind viele Studenten auch dabei. Also eigentlich wenig Ex-Profis. Der einzige Ex-Profi, der noch dabei war, war der Marius Ebbers, der mal bei St. Pauli, ne? Genau. Und ja, sonst mehr alles eigentlich Amateure. Aber ja. Ist man da beleidigt, wenn man dann gefragt wird, wenn sonst nur Amateure mitspielen? Ne, wir haben uns eigentlich gefreut, weil, wie gesagt, es ist eine schöne Sache. Auch bei dem Turnier werden auch ein paar tausend Zuschauer sogar im Stadion dann sein. Und ja, hätte, glaube ich, schon großen Spaß gemacht. Ist die denn nur alle 4 Jahre wie eine andere Fußball-WM oder jedes Jahr? Weil ist ja, das kann ich gar nicht Nee. Genau sagen. Nee, ist ja noch nicht so bekannt. Also ja. Es gibt ja dieses Futsal zum Beispiel auch und kommt vielleicht immer mehr, dass dann eben die technischen Fußballer nach Ende der aktiven Karriere dann in diese Richtung gehen. Wie bist du in die Richtung Radio und Fußball gegangen, Petra? Wie bist du dazu gekommen? Das mit dem Taxifahren war nicht so schlecht. Als ich damals diese Kombination wählte, weil ich nichts Besseres wusste, wohl bemerkt, war mir dann auch relativ wirklich schnell klar, dass ich mit der Kombination nicht Lehrer werden konnte, weil es davon schon zu viel gab. Und dann wäre das Taxifahren wahrscheinlich wirklich das gewesen, was gekommen wäre. Also habe ich gesagt, nee, gehst du mal so Zeitungen, wie das so üblich ist, im Studium bei der Zeitung gearbeitet und... Dann bin ich für ein Jahr nach Düsseldorf gegangen, zu einer Pferdefachzeitschrift, weil das war auch mein Sport. Jetzt das Buh. Thorsten! Nein, das war schön. So, aber langweilig, stimmt. Und dann bin ich wieder zurückgekommen nach Aachen und habe meinen ehemaligen Chef angesprochen und gesagt, ey, ich würde jetzt wieder gern für dich arbeiten. Dann hat er gesagt, schön, ich bin jetzt beim Radio, wir bauen gerade einen Sender auf. Und dann habe ich gesagt, naja, dann eben nicht. Und dann hat er gesagt, wieso, du kannst doch reden. So war das halt damals und dann habe ich gesagt, naja gut, das wird jetzt noch gehen und so bin ich dann dabei geblieben. Also sozusagen mit dem Fahrrad dran vorbeigefahren, genau. Du moderierst genau. Jetzt bei uns. Und warum bist du dann nach Mönchengladbach gegangen? Ausschließlich, weil du dich als CVD, als Chefin vom Dienst dann verbessern konntest oder war tatsächlich der Fußball so ein bisschen auch Anreiz? Beides. Ich war auch CVD in Aachen, also das war ja nicht unbedingt das, aber da änderten sich so ein bisschen, die Ausrichtung des Senders änderte sich, da hatte ich keine Lust mehr drauf. Und dann suchte man hier und da war tatsächlich dann Voraussetzung Fußball und da ich ja schon Fußball gemacht hatte und Fußball gerne betreue, habe ich gedacht, super, machst du. Wieso sagst du das jetzt so gerne? Ja, man hat ja mich am Anfang nicht gelassen, wie das eben so war. Ich habe angefangen, da waren Frauen im Fußball sowas wie Männchen vom Mars. Und ich durfte alles machen, Standardtanzen, Kunst- und Turmspringen, irgendwann mal Leichtathletik, das fand ich dann schon, ne? War schon top. Dann haben wir ein Zehnkampf-Meeting organisiert, das war also wirklich gut und zwischendurch ging ich immer mit zur Alemannia, nicht wieder Buden, ne? Das ist, die sind gar keine Konkurrenz mehr. Ging also mit zur Alemannia und durfte dann irgendwann auch tatsächlich mal Fußball machen, als man meinte, ja, sie kann es vielleicht doch. Hast du dann anfangs vielleicht Skepsis bemerkt bei Fußballprofis? Nö, bei Fußballprofis nicht, bei Kollegen. Ja? Ja, bei vielleicht schon Kollegen, die ein paar Jahre älter waren oder so. Das war bei euch eigentlich nie, bei Fußballprofis nicht. Nö, das fand ich eigentlich immer sehr ganz entspannt eigentlich. Ist euch das wurscht eigentlich, wer euch dann nach dem Spiel das Mikro unter die Nase hält? Ja, das ist ja auch heutzutage nichts mehr Besonderes, wenn eine Frau am Spielfeld dran steht. Von daher ist das wirklich... Ja, nee, ich meine jetzt, vielleicht stelle ich die Frage anders. Ich meine es jetzt noch nicht mal geschlechtermäßig bezogen. Es gibt ja auch Kollegen, die stellen durchaus intelligente Fragen und es gibt ja vielleicht auch den einen oder anderen, der vielleicht auch intelligente Fragen stellt, aber nicht so nett. Aber also ist es da jetzt mal unabhängig vom Geschlecht, ganz egal, wer die Fragen stellt, oder hat man da schon so seine Pappenheimer? Ja, man lernt über die Jahre, lernt man schon die speziellen Typen auch kennen. Ne? Und wenn man zum Interview geht, dann weiß man oft, okay, da wird jetzt wieder eine Frage gestellt, die kann nur von demjenigen kommen. Wie fühlen Sie sich nach einer 5-0-Niederlage? Ja, du hast schon welche dabei, die wollen immer so ein bisschen provozieren und versuchen immer halt was ganz Besonderes rauszukitzeln. Aber ja, okay, manchmal gelingt es ihnen natürlich auch, aber man muss halt auch ein bisschen aufpassen. Ja, auch als Journalist muss man, glaube ich, aufpassen. Es gibt ja diesen schönen Spruch, immer dabei sein, aber nie dazugehören. Wie schwierig ist das in einer Stadt wie Mönchengladbach, wo alle mit dem Fußballverein eigentlich mitfiebern und du für einen Lokalsender arbeitest, der durchaus auch sowas wie Lokalpatriotismus zeigen darf? Damit hast du schon gesagt, ich darf mitfiebern, ich darf mich da oben freuen, ich darf da oben fluchen, fluche übrigens oft. Immer mal wieder. Aber ja, eine gewisse Distanz musst du halt schon noch haben. Ich glaube, das gelingt auch. Das Gefühl kriegst du vielleicht mit den Jahren. Ich bin ja schon 5 Tage dabei, ne? Also insofern geht das schon. Aber dieses Nicht-Dazugehören, das kommt immer darauf an, finde ich, was du erwartest. Ich gehe ja nicht dahin, also ich komme jetzt nicht zu Borussia Mönchengladbach und will meinen Freundschaftskreis erweitern, sondern es ist ein Beruf, den machst du und den machst du dann mal mehr oder weniger gern. Kommt ja auch immer darauf an, auf die handelnden Personen, das muss man ja auch mal sagen. Ich habe hier relativ viel Glück gehabt, das muss ich sagen. Ich bin jetzt 15 Jahre hier, könnte jetzt nicht sagen, dass mir das in irgendeiner Form mal schwer gefallen ist. Aber es gibt ja immer mal den einen oder anderen, wo du sagst, wenn er jetzt morgen wechselt, wäre vielleicht nicht so schlimm. Ich gehe mal davon aus, dass du jetzt keine Namen nennst, oder? Nö. Schade eigentlich, ja. Mal gucken. Aktuell ist keiner dabei. Okay. Hattest du denn in deiner Laufbahn mal Journalisten, wo du gedacht hast, gut, dass ich den los bin? Wäre schön, wenn er wechselt. Also ja. Nee, ich kam eigentlich mit allen soweit ganz gut klar. Ich glaube, ich bin jetzt auch nicht gerade so ein Typ, der groß Streit mit dem Journalisten hat. Da gab es für mich gar keinen Grund. Deswegen war es bis jetzt alles okay. Nee, Streit nicht, aber also ich kenne dich ja schon als jemand, der durchaus auch wenn es vielleicht ruhiger ist, seine Meinung sagt. Und hätte ich mir jetzt schon vorstellen können, dass du dann vielleicht so zwischen den Zeilen dem einen oder anderen Journalisten oder der Journalistin... Ja, man ist natürlich nicht immer einer Meinung, ganz klar. Sicherlich gab es auch mal Phasen, wo ich gesagt habe, mit dem Bericht bin ich überhaupt nicht einverstanden. Ob das jetzt nur, oder ob es nur um meine Person ging oder vielleicht um Mitspieler, das gab es natürlich schon, aber ich meine, ich weiß auch, dass das ihr Job ist und deswegen ist das auch schnell abgehakt dann. Sprecht ihr über Noten? Über Noten? Ja, ist jetzt nicht das Hauptthema am Anfang der Woche, aber es kann schon sein, dass man ab und zu mal darüber spricht. Wenn da wirklich was ist, wo gar keiner mit zufrieden ist, sage ich mal, dann wundert man sich schon innerhalb der Kabine, was da jetzt wieder für Noten in der Zeitung stand. Aber eigentlich ist das kein großes Thema. Achso, ich frage mich immer, wie man das macht. Wie beobachte ich 22 Spieler und gebe denen eine Note innerhalb von 90 Minuten? Das ist mir ein Rätsel. Und ich weiß doch gar nicht, was der Trainer euch zum Beispiel sagt, was er für eine Aufgabe hat. Oder? Warte. Kurz mal würfeln. Ja. Bei manchen... Ja. Hat man schon so das Gefühl. Und interessant ist auch, die einzelnen Fachmagazine oder mittlerweile auch Online-Seiten durchzugucken, wie unterschiedlich da die einzelnen Leistungen gesehen wird. Glaubst du, Thorben, dass Sportjournalisten, Fußballjournalisten Ahnung von dem Sport haben und das beurteilen können, obwohl sie nie selbst auf dem Niveau gespielt haben? Ja, da gibt es auch große Unterschiede, würde ich sagen. Also bei manchen, wenn man sich mit denen unterhält, hast du schon das Gefühl, sie verstehen wirklich was davon. Sie beschäftigen sich auch vielleicht mit dem ganzen Sport, so ein bisschen auch vielleicht, wenn es ums Taktische geht zum Beispiel. Aber dann hast du auch wieder welche dabei, die versuchen nur ihre Geschichte zu machen. Da denkt man auch manchmal, okay, woher soll er auch die große Ahnung haben, weil er ist Journalist, er war kein Fußballer früher. Und es gibt sicherlich beide Sorten, keine Frage. Warst du früher Fußballerin? Hast du gespielt? Warum diese Liebe zum Sport oder zu diesem Sport? Vielleicht wie bei vielen, ne? Ich finde es einen faszinierenden Sport nach wie vor. Ich finde es einen Sport, der sich auch, und das finde ich vielleicht ganz angenehm, nicht so groß verändert. Klar, der ist schneller geworden, er ist vielleicht auch taktisch ein bisschen anders geworden, aber es ist immer noch dieses Mann gegen Mann. Ich finde es einen wunderbaren Sport. Ich finde es eine tolle Geschichte, aber ich glaube, dass es das Wichtige ist, gut, ich habe nicht Fußball gespielt, aber ist es nicht eigentlich das Wichtige, sich zu versuchen, in den Sportler, ob Fußballer oder andere Sportler, ein bisschen reinzudenken, mit Respekt mit ihm umzugehen und vielleicht auch mal, wenn einem was nicht klar ist, einfach mal die Frage zu stellen. Das finde ich halt, sich mit dem Menschen mal zu beschäftigen oder dem, der da eben auf dem Platz ist. Regeln können wir alle lernen, ne? Also nicht völlig blind sein ist vielleicht hilfreich, aber das finde ich halt das Wichtige und das, glaube ich, ist bei allen Menschen so, mit denen du umgehst, dass man vielleicht dann auch mal hinterfragt, bevor man die Geschichte schreibt. Sollte so sein, ja. Kommt dann natürlich immer auf das Medium an, für das man schreibt, wobei ich mich da auch manchmal frage, warum einige Kollegen dann für dieses Medium schreiben. So, wir kommen zu unserer Rubrik Ja oder Nein. Ich würde euch jetzt mal bitten, einfach hier diese Kelle in die Hand zu nehmen. Rot für Nein, Grün für Ja, ganz selbsterklärend. Ja, deswegen bleiben wir beim Thema. Fußball ist... Das gehört noch nicht wieder, zum Spiel. Oder? Christoph, welche Minute war es? In der 17. Spielminute, das war das 1:0 im Kitchen Talk. Torschütze Thorben Marx. Und was sagen wir da alle? Döp, döp, döp. Läuft. Funktioniert noch. Du wolltest das Gefühl noch mal haben, ne? So. Muss ich noch ganz kurz, bevor wir das Spiel spielen, das Gefühl noch mal haben. Das hättet ihr, du und Philipp auf jeden Fall gerne im allerletzten Saisonspiel gehabt. Du hättest die 100 voll gemacht für Borussia. Hand aufs Herz, wart ihr sauer? Ja, wir haben uns sicherlich mehr ausgerechnet, gerade weil wir auch im Kader waren. Das waren wir vorher eine ganze Zeit nicht gewesen. Und das war ja dann schon eigentlich so ein Zeichen für uns, okay, da kann vielleicht noch was gehen. Ja, im Nachhinein waren wir schon ein bisschen traurig. Der Schiri war schuld. Weil ich muss sagen, meine ganze Familie aus Berlin ist gekommen, viele Freunde. Beim Pipo war es genauso gewesen. Und das wäre nochmal ein schöner Abschluss gewesen. Wir fanden es übrigens auch alle schade. Schade fand ich es auch, wobei ich unserem Terminator ein bisschen recht geben muss, dass der Schiedsrichter Marx... Diese gelb-rote Karte da war völlig Blödsinn und dann... maßgeblichen Anteil hatte, wobei er trotzdem am Ende war es dann fast doch wurscht. Gut, machen wir ja oder nein. Fußball ist ein Männersport. Es gibt homosexuelle Fußballer in der Bundesliga. Ich kenne keinen, aber ich kann es mir gut vorstellen. Also Querschnitt der Gesellschaft halt. Ja, danke. Im Radio läuft immer die gleiche Musik. Das Internet wird Radio und Fernsehen irgendwann überflüssig machen. Man braucht Ellenbogen, um weiterzukommen. Von der Stadt Mönchengladbach, nicht nur vom Fußballverein, können sich andere Städte etwas abschauen. Medien machen Meinungen. Im modernen Fußball gibt es zu viel Show. Günther sollte, Stichwort Gender, ein weibliches Pendant bekommen. Man muss selbst Profi gewesen sein, um ein guter Trainer sein zu können. Hast du Fußballprofi oder Fußball gespielt? Nee, selbst Profi. Nein, sagt ihr nicht. Was können sich andere Städte von Mönchengladbach abschauen? Wie soll man das jetzt machen? Nein, das waren die 10 Ja- oder Nein-Fragen. Jetzt gehen wir mal zu den Ergebnissen. Da hattet ihr beide, glaube ich, grün. Was? Bei der Stadt jetzt, ja? Mhm. Aber erstmal Ja sagen, ne? Nein, ich weiß nicht, also ich muss sagen, ich fühle mich hier in der Stadt wohl. Also ich hätte es nie gedacht, dass ich irgendwann an so einen Punkt komme, wo ich wo ich sage, okay, ich bleibe jetzt wirklich hier. Aber ich mag diese ganze Mentalität hier in der Stadt irgendwie. Also wie gesagt, ich fühle mich hier wohl. Was? Sicherlich sind nicht alle Ecken schön, aber ich glaube, das ist auch in jeder Stadt so. Aber es gibt auch genügend schöne Ecken hier. Ja, zum Beispiel, hast in Berlin gespielt, ich meine, tolle Stadt und bleibst ja jetzt erstmal hier zumindest. Da muss es ja Gründe für geben, dass du halt nicht zurückgehst in diese hippe Stadt im Moment. Ja, ich finde es hier angenehm, einfach zu leben. Ich wohne in Mönchengladbach. Hier ist alles ein bisschen ruhiger als in Berlin. Trotzdem, wenn man irgendwas Großartiges erleben möchte, dann fährt man meistens in eine andere Stadt. Ja, ja, aber es ist alles schnell erreichbar und das finde ich hier ganz schön, muss ich sagen. Petra, du hast auch Ja gesagt. Ich habe auch Ja gesagt, weil ich lebe ja nicht hier, das muss ich jetzt dazu sagen, bin aber seit 15 Jahren hier und habe immer so das Gefühl, dieses Wohlfühlen. Auch wenn nicht alles schön ist und wenn nicht alles gut läuft, finde ich, wenn man irgendwann mal so verstanden hat, worum es hier so geht in dieser Stadt, ich glaube wie bei allem, es gibt auch den Öscher-Klüngel, also wahrscheinlich gibt es diesen Mönchengladbacher Klüngel genauso. Dann hat das alles auch was Sympathisches. Stimmt? Man sagt immer, man geht weg oder irgendwo anders hin, wenn man wirklich was erleben will. Aber ich finde, in der Zeit, wo ich jetzt hier bin, hat sich auch viel getan. Ich finde, wenn man sieht, was im Hockeypark passiert, ich finde, wenn man sieht, was an doch Veranstaltungen stattfindet, ich finde, es tut sich was. Es geht vielleicht ein bisschen langsam, aber das ist, glaube ich, bei Städten dieser Größenordnung oder bei, auch nicht bös gemeint, Provinzstädten, die wir ja nun mal sind. Wir sind eine kleine Provinzstadt oder auch nur mittelgroße oder große Provinzstadt, wie auch immer, ist Aachen auch, keine Frage. Da dauert es halt ein bisschen, aber ich finde das auch sympathisch. Ja, viele denken ja immer, dass Provinz automatisch negativ besetzt sein muss. Ist ja gar nicht so. Aber jetzt weiß ich trotzdem immer noch nicht, was sich andere Städte von Mönchengladbach abgucken können. Ach, du stellst aber auch Fragen. Ehrlich, Thorsten. Ja, ihr habt beide Ja gesagt. Und dann ist ja auch kein Kindergarten hier. Ach. Okay, ich gebe euch einfach... Wir fühlen uns wohl hier. Genau. So, und das ist in anderen Städten manchmal anders. Das, ja, genau. Also, kommt nach Mönchengladbach, schaut euch an, wenn ihr es von außerhalb guckt, wie schön die Stadt sein kann. Es gibt einige, die sagen, Gladbach ist ein bisschen wie Mallorca, hat auch schöne Ecken, auf jeden Fall. Und im Radio läuft immer das Gleiche. Da habt ihr auch beide Ja gesagt, du mit so ein bisschen... Nein, ich kann das ja verstehen. Es gibt ja Titel, du kennst das ja auch, du kommst ja nun auch aus diesem Geschäft. Wenn ein Titel rauskommt, dann wird er halt gespielt, wo ich mir selber irgendwann sage, boah, Kinder, ihr nimmt den mal irgendwann mal aus dieser, wie wir es nennen, Hot Rotation raus. Dann hat man das Gefühl, so ein Titel wird überspielt, da stimme ich Ihnen ja auch alle zu. Ich finde, man kann es nicht generell sagen, weil wir ja irgendwann auch wieder andere Titel wieder so ein bisschen aktivieren, die kommen dann wieder, aber es kann schon mal das Gefühl entstehen, es gibt Titel, die halt eben zu viel sind und dann hört sich das eben so an, als würde man immer das Gleiche spielen. Und du hast gerade Hot Rotation gesagt, das ist vielleicht nicht jedem Begriff oder es weiß vielleicht auch gar nicht jeder, dass nicht der Moderator die Musik mitbringt und immer nur seine Lieblingssongs spielt. Das ist ein ganz ausgeklügeltes Computersystem, habe ich mir sagen lassen. Ein ganz ausgeklügeltes System, wenn du mich jetzt fragst, wie es funktioniert, ich weiß es auch nicht. Wir haben einen Musikchef, der aber auch nicht seine Lieblingsmusik spielt, sondern es wird halt getestet, welche Titel am besten gehen. Es geht nach Verkaufscharts, kommen ganz, ganz viele Sachen zusammen und demnach, wenigstens bei unserem Mainstream-Programm, jetzt bringe ich den nächsten, also bei dem Programm, was eben die populäre Musik der Charts nimmt, kommt dann eben dieser Mix zusammen. Was würdet ihr spielen, wenn ihr eure Musik dann ins Studio mitnehmen dürftet? Ich bin da gar nicht festgelegt. Also ich höre auch manchmal sogar Schlager, auch das Aktuelle. Im Moment höre ich sogar auch öfters mal 80er-Musik. Also irgendwie alles so ein bisschen querbeet. 80er-Musik haben wir, ja, wollte ich jetzt nur mal sagen, haben wir. 80er ist ganz, ganz wichtig, ich höre auch querbeet, aber ich habe schon so meine, also Coldplay, früher Phil Collins, sowas würde ich dann mehr hören, ja. Gehen wir weiter. Ja, homosexuelle Fußballer in der Bundesliga, da warst du erstaunlich schnell mit Ja. Kennst du welche? Nein, nicht persönlich, nur es gibt in jedem Teil der Gesellschaft homosexuelle oder lesbische, warum soll es das im Fußball nicht geben? Ich finde das jetzt aber auch nicht in irgendeiner Form. Ich finde es eigentlich immer noch, dass wir uns darüber unterhalten oder dass man es immer noch als so etwas Außergewöhnliches ansieht, finde ich eigentlich eher schade. Aber nein, es wird sich auch keiner outen, glaube ich auch nicht. Warum nicht? Also ich glaube tatsächlich, dass die Diskussion darüber... Also ich mein, fast sinnlos ist. Ich glaube nicht, dass es so schlimm wäre, wenn es ja einer machen würde. Glaube ich auch nicht. Glaubst du, dass es schlimm wäre? Was würde passieren? Ja, man weiß ja auch, dass die gegnerischen Fans zum Beispiel das total schnell ausnutzen würden. Ich weiß nicht, ob das so angenehm ist, wenn du in ganz Deutschland, außer in deinem eigenen Stadion vielleicht, dann nur noch wahrscheinlich ausgepfiffen wirst oder die Leute würden sich lustig machen über dich. Ich glaube, es wäre einfach so. Verstehen kann es wahrscheinlich keiner, aber einfach, die Leute würden das einfach machen, um der Person ein bisschen zu schaden. Und deswegen denke ich auch, dass ich erstmal keiner outen will. Also ich glaube, dass es da dann eine Gegenbewegung geben würde, aber gut. Ist alles, ich glaube zum Beispiel in der Mannschaft wäre es gar kein Problem, in der eigenen Mannschaft. Also das glaube ich schon, aber ich glaube schon, dass das so ein bisschen... Die Angst vor den Fans ist. Die Angst vor den Fans ist. Oder genau. Dass man dann... Ja. Beeinflusst einen das so, was da auf den Rängen gesungen wird? Ja, man kriegt diese Grundstimmung, kriegt man schon mit auf jeden Fall. Ich sag mal, man sieht es auch ganz oft, wenn es nicht läuft, wenn man eine schlechte Phase hat und dann kommen noch die Pfiffe von außen, dann klappt manchmal gar nichts mehr, dann hat jeder mit sich selber zu tun. Andererseits ist es natürlich so, dass man sich auch in den Rausch spielen kann, du merkst, die Fans applaudieren dir trotzdem auch beim Fehler. Das heißt, du gehst da ganz unbeschwert ran und dann kannst du auch mal ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen, ne? Aber so eine Stimmung kriegt man schon auf jeden Fall mit, ja. Wie sind Gladbach-Fans? Jetzt ohne, einfach mal versuchen, so eine ganz neutrale, so neutral es geht, das einzuschätzen. Ihr kennt auch viele andere Stadien, wenn ihr das einschätzen würdet. Also für mich war immer schön zu sehen, wo wir in der Saison waren, wo wir fast abgestiegen wären, wo wir zur Winterpause 10 Punkte hatten. Und ja, da ist trotzdem alles relativ ruhig geblieben. Dass natürlich ab und zu mal gepfiffen wird oder auch mal der eine oder andere dich vielleicht beschimpft, das ist in so einer Situation aber ganz normal, damit muss man klarkommen. Aber wenn man sieht, was in anderen Vereinen los ist, da kommen die Spieler nicht mehr aus dem Stadion raus, ohne Polizeischutz. Und sowas hat es hier nicht gegeben, solange ich hier bin zumindest. Und deswegen würde ich sagen, also in Deutschland gibt es nicht viele so eine Fans. Es hat es nicht gegeben, Torben, in der Zeit, wo du da bist, das stimmt, aber erlebt haben wir es ja schon. Ich nehme an, du auch. Also ich bin in Frankfurt schon mal nicht aus dem Stadion rausgekommen, weil wir nicht wegfahren konnten, weil die Fans alle vor Bus oder vor den Autos saßen. Ich habe es erlebt in Bochum, ich glaube, das war dann kurz danach, wurde Holger Fach entlassen, da hat man die Spieler angespuckt. Also das gibt es halt auch, das muss man einfach mal sagen. Ich glaube, dass es hier noch gemäßigt abläuft, keine Frage, aber es gibt es halt auch, muss man sagen. Jetzt im Moment ist es ja Gott sei Dank auch ruhig, muss man kurz sagen, für alle die, die das jetzt bei City Vision oder später bei YouTube gucken, wir zeichnen diese Sendung 2 Tage vor dem 3:1-Sieg gegen den HSV auf. Ja, vielleicht braucht man auf dem Platz dann auch Ellenbogen, um weiterzukommen. Da habt ihr auch beide gesagt, ja, braucht man. Eigene Erfahrung, ja? Auf dem Platz habe ich noch nie gestanden, weiß ich nicht. Nee, also das ist auf jeden Fall so. Gerade wenn du in den Profibereich reinkommst als junger Spieler, da kannst du dir auch nicht alles gefallen lassen. Sicherlich musst du da deine Arbeit gut machen, den Mund halten, aber trotzdem musst du auch zeigen, dass du jetzt in die Mannschaft kommen möchtest und da kannst du dir nicht alles gefallen lassen. So, und ich glaube, das ist letztendlich dann noch übertragbar auf jeden Beruf. Also ich glaube, nur mit nett sein kommst du bis zum gewissen Grad vielleicht weiter, aber irgendwann ist Schluss. Und so ein bisschen, muss ja nicht gleich einen wegrätschen, aber so ein bisschen Durchsetzungsvermögen sollte man schon haben, finde ich schon. Okay, bleiben wir nur noch bei einer einzigen Frage. Jünter braucht ein weibliches Pendant. Da seid ihr beide nicht so für. Nee, einfach weil ich finde, dass der Jünter alleine reicht. Er macht seine Sache sensationell und ja, ich schaue mir immer gerne an. Aber wenn er einsam ist, ne, dann finde ich, dann kann man das auch ruhig mal machen. Ja, deswegen die Hälfte. So, es ist soweit. Wir schauen wieder in die Reihen und suchen einen oder eine Freiwillige für unser Kitchen Quiz. Und sollte sich jetzt keiner bereit erklären, auf die Bühne zu kommen. Lieber freiwillig melden. Dann wird man hier im Kitchen Talk gezwungen. So ist das. Ja. So. Mit Eintritt gibt man die Persönlichkeit. Da haben wir einen. Bitte schön. Persönlicher Puls. Nach vorne kommen. Der Mann traut sich was. Ach, und dieses Gesicht kenne ich. Er war schon mal hier bei Kitchen Talk. Nummer weiß ich nicht, aber bei unseren beiden Oberbürgermeistern. Rainer Gutowski ist das. Schönen guten Abend. Hallo. Das weiß ich. Ja, kleinen Applaus für Rainer, der sich traut. Hallo. Wir machen was mit den Mikros. Gibst du eins? Ich komme rüber. Rainer, ich gebe dir meins. Ach so. Und muss kurz die Spielregeln erklären. Vor euch seht ihr Buzzer. Einfach mal draufdrücken, ob die auch funktionieren. Jawohl. Und wir werden euch jetzt Fragen stellen. Wenn ihr glaubt, diese Frage richtig beantworten zu können, bitte auf den Buzzer drücken. Vorher gilt die Antwort nicht. Also es muss erst gebuzzert werden. Und wenn die Antwort richtig ist, dürft ihr einen Becher auf den nächsten stellen. Wenn das Ganze 5-mal richtig war, dann habt ihr gewonnen. Buzzert ihr und die Frage wird falsch beantwortet, dürfen jeweils die anderen beiden einen Becher wegstellen. Und nachher muss jemand von euch was machen. Komm, Christoph, wir setzen uns zusammen hier hin und legen los. Wie viele Bundesliga-Tore schoss Maik Hanke? Das ist eine Frage für dich. 36. 36 ist falsch. Petra und Torben dürfen den Becher wegstellen. 57 wären es gewesen. Was ist... Hättest du nicht zugetraut? So, die nächste... Wollen wir den Mike nicht auch noch einladen? Das werden wir auf jeden Fall... Aber vor seiner Gladbacher Zeit, oder? Das werden wir auf jeden Fall so weitergeben. Was ist die Borussia Stiftungstrophy? Was ist die Borussia Stiftungstrophy? Petra Koch? Ein Golfspiel. Ja, zählt, das ist das Golfturnier für einen guten Zweck bei Borussia. Wunderbar. Einen Becher bitte wieder wegstellen. Und wie viele Brussen standen in der Startelf der schweizerischen Nationalmannschaft im Qualifikationsspiel gegen England? Vorsagen gilt nicht. Petra? 3. 3 ist richtig. Wunderbar. Josip Trümitsch, Granitschaka und Jan Sommer. Borussia hat eine Raute. Der HSV-Fan behauptet das auch. Dabei hat das Abzeichen des HSV die Form eines... Wie nennt man das Ding da? Rhombus? Rhombus ist richtig, Rainer Gutowski. Wie viele dicke weiße Querstreifen sind denn in Borussias Wappen zu sehen? Drei. 3 ist richtig. Rainer Gutowski hat auch da recht. 3. In welcher Liga spielt Borussias erste Frauenmannschaft? Das Publikum ist ganz schön vorlaut, würde ich sagen. Mikro. In der zweiten. Jawohl, in der zweiten Liga. Borussia belegt in der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga welchen Platz? 7. Nein, 6 wäre es gewesen. Die anderen beiden dürfen einen wegstellen. Oh. Welchen Spitznamen trug Ethem Ötzenrennler? Bitte? Langsam. Welchen Spitznamen trug Ethem Ötzenrennler? Manolo? Manolo ist richtig! Der Mann, der leider nicht mehr lebt, aber auf dem Bökelberg mit seiner Trommel in der Nordkurve immer für mächtig Stimmung gesorgt hat, Ethem Ötzenrennler. Nenne 2 der 3 Gegner aus der Gruppenphase der Euroleague letzte Saison. So. Gruppenphase letzte Saison. Zürich. Richtig. Und. Wer war noch? Warte mal. Und hier, wie heißt der nochmal? Villarreal. Richtig! 2 reichen. Apollon Limassol wäre der 3. Verein noch gewesen. Wir nähern uns dem Ende. Oh, jetzt Endspiel sozusagen. Rainer Gutowski hat noch 2 Becher dort stehen. Petra und Thorben jeweils jetzt die Möglichkeit zu gewinnen. Welche Trainer trainierten Borussia 2-mal? Hans Mayer und Jupp Heynckes. Richtig! Petra Koch hat damit dieses Spiel gewonnen. Rainer, bleib noch kurz sitzen. Damals war er inkognito da. Mittlerweile weiß ich aber, dass der Mann ein Anliegen hat. Es geht um Internet, das man kostenlos haben darf. Petra, du kennst das wahrscheinlich, ne? Freifunk nennt sich das Ganze. Hotspots sozusagen. Können wir noch ganz kurz anreißen? Ja, gerne. Super. Aber wirklich... ja, wir sind eine kleine Community hier in Mönchengladbach. Ich bin der Vorstand vom Freifunk Rheinland. Wir wollen WLAN in die Stadt bringen. Ihr kennt das bestimmt alle. Heißt Freifunk, gibt es überall schon Aufkleber. Ja, und wir versuchen das halt in die Stadt zu bringen. Ihr könnt uns alle helfen. Wir wollen es natürlich auch in Flüchtlingsheime bringen. Da gibt es natürlich auch eine ganze Menge Bedarf. Und ihr könnt alle helfen. Tragt's nach draußen und funkt frei. Wo kriegen wir Informationen darüber? Auf freifunk-rheinland.net, auf freifunk-mönchengladbach.net, oft auch auf 90.1. Ihr seht es auch in den Tagesthemen gibt es das. Es gibt es eigentlich überall auf der Welt oder in Deutschland. Also helft uns, funkt frei, wie gesagt. Gut, so viel Zeit muss sein. Dankeschön, Dank. Rainer Gutowski beim Kitchen Quiz. Danke dir. So, und ja, der Verlierer muss was machen, wie gesagt, Thorben. Hab ich ja Glück? Nein, nichts Schlimmes. Lieber Terminator, hol doch bitte mal kurz die Tafel, die die Ecke rum steht, auf die Bühne, denn wir wollen jetzt mal kurz deine zeichnerischen Fähigkeiten testen. Und dieses Porträt, was du gleich von Petra und mir anfertigen wirst, wird dann irgendwann... wird dann irgendwann im Laufe des nächsten Jahres für einen guten Zweck versteigert. Gib dir Mühe. Also Thorben, genau, gib dir Mühe. Wir lassen ein bisschen Musik währenddessen laufen, unterhalten uns noch ein bisschen, versuchen möglichst still zu halten, damit Thorben uns dann auch malen kann. Ein Stift liegt dort hinter. Stift haben wir. Wunderbar, alles da. Petra, wir unterhalten uns dann noch ein bisschen zum Beispiel über die Schwierigkeiten, aber auch die schönen Seiten beim Radio, denn da braucht man keine Maske zum Beispiel. Nee, oder? Herrlich, oder? Wir haben nicht mal eine Webcam, weil wir uns alle dagegen gewehrt haben, weil keiner sehen soll, wie wir morgens um 5 aussehen. Das ist aber eigentlich selten, dass ein Radiosender keine Webcam drin hat, ne? Heutzutage? Ja, eigentlich schon. Du hast eben auch Nein gesagt, als ich gefragt habe, ob das Internet Radio und Fernsehen irgendwann überflüssig macht. Was macht dich da so sicher? Also beim Radio bin ich deswegen sicher, weil ich es schwierig finde, im Auto zum Beispiel Internet. Also ich glaube, dass Radio so ein Medium ist, was man nebenbei hört und vor allen Dingen, wenn man unterwegs ist. Und da glaube ich, dass das noch ein bisschen Zukunft hat. Ich weiß nicht, kann nicht 100 Jahre vorausgucken, aber für die nächste Zeit, glaube ich, bis ich in Rente bin, geht's noch. Wenn jetzt jemand Radiomoderator werden möchte oder beim Radio arbeiten möchte, es gibt ja auch Menschen, die nicht moderieren, sondern auch viele, viele andere Sachen machen. Was würdest du denen raten? Einfach machen, vorher was studieren, Ausbildung? Ja, das Problem ist ja, dass es ohne Studium fast nicht mehr geht. Es gibt kein Volontariat mehr. Also ob bei uns nicht, ohne studiert zu haben, ob das immer richtig oder falsch ist, lassen wir mal dahingestellt sein. Ich glaube nicht, dass es ein Totschlagkriterium wäre, wenn einer nicht studiert hat. Ja, und machen. Machen vor allen Dingen. Viel, viel machen. Während des Studiums. Ganz viel machen. Wir sind noch in der künstlerischen Phase. Weil ohne ein bisschen Praxis geht's nicht. Und was ist das Schwierige beim Radio vielleicht? Ich weiß nicht, ob das. Ich finde Radio nicht schwierig. Ich weiß nicht. Man sollte reden können, ja. Wir behaupten ja immer, das ist das Einzige, was wir können, ist reden. Reden wäre schon schön. Und ansonsten halt Spaß haben an dem Beruf, Spaß haben daran, dass jeden Tag irgendwas passiert, was man vielleicht vorher nicht geplant hat. Also ich versuche unser Programm zu planen, was eben unter Umständen Mittag schon wieder anders ist als morgens. Das muss einem halt Spaß machen. Es ist nicht der Tag von 9 bis 15 Uhr. Er dauert eben auch manchmal ein bisschen länger. Aber ist halt, ich finde es einen super schönen Beruf nach wie vor und ich bin jetzt 25 Jahre dabei. Was hättest du gemacht, außer Taxifahren, wenn du nicht beim Radio gelandet wärst? Keine Ahnung. Also ich habe ja wirklich auf Lehramt studiert, wollte dann irgendwann mal, war jetzt gar nicht so verkehrt, ich wollte wirklich mal Lehrer werden. Ich glaube, dass das auch ein ganz schöner Beruf ist, wenn man das vielleicht in irgendeiner Form, wenn man einmal ein bisschen frei... Ich glaube, die Lehrer haben halt nicht immer die Freiheit, die sie vielleicht auch selber gerne hätten. Aber der Weg ist mir schon lieber so. Totti, nur kurz. Hier in der Kulturküche gab es doch keinen Alkohol, oder? Ich bin mir nicht so sicher. Kannst du was sehen? Nee, ich sehe leider noch nichts. Also Torben, nimm dir so viel Zeit, wie du möchtest. Wir haben noch... Nein, so viel Zeit hat er nicht. Wir haben noch knapp 23 Minuten im Kitchen Talk und noch jede Menge Themen, über die wir reden können. Du beschäftigst dich sehr mit Borussia, aber natürlich nicht nur. Beschäftigst dich auch mit Stadtpolitik. Was ist da denn vielleicht das Schwierige in der Stadt wie Mönchengladbach? Ich bin erstmal froh, dass das einer sagt, dass ich mich auch mal mit anderen Sachen noch beschäftige. Ich habe immer das Gefühl, die glauben immer alle, auch die Spieler übrigens, ich komme da hin, stelle mich da schön in die Sonne, fahre danach nach Hause und keine Ahnung. Also ja, wir haben auch noch andere Sachen zu tun, wir machen alles. Stadtpolitik ist nicht immer lustig, kann aber auch lustig sein. Kann auch langweilig sein, kann halt alles. Was möchtest du? Nee, was da das Schwierige ist. Also weil, an der Stadtpolitik? Weil man sich in der Stadt... Für mich oder für die? für beide vielleicht. Obwohl ja, für die kann ich nicht so beurteilen. Eher für dich. Ja... Auch das finde ich jetzt nicht so schwierig. Du gehst halt hin und versuchst irgendwas herauszukriegen, was sie dir nicht unbedingt erzählen wollen. Aber ja, ist das auch ein Grund, ja, weswegen du nicht in Mönchengladbach wohnst, damit du denen nicht über den Weg läufst, wenn du unangenehme Fragen gestellt hast? Nein, aber ich habe das ja in Aachen auch gemacht. Da habe ich mich ja auch mit der Stadtpolitik beschäftigt. Nö, die sind dann auch nicht nachtragender als andere Menschen auch. Der eine halt mal weniger oder der andere halt mehr, aber gut, so ist es halt. So, und jetzt gucken wir uns mal an. Ich würde sagen, gegen diesen Marx ist Warhol noch ein Kinderfurz. Sehr gern. Ich bin aber froh, dass du dazu geschrieben hast, wer ist. Ja, sagen wir, also nachdem ich das Bild jetzt gesehen habe, bin ich ziemlich froh, dass du einen Beruf erlernt hast, bei dem man mit den Füßen was machen muss. Ja, ich werde sogar von meinen Kindern ausgelacht, wie ich male. Ja, ehrlich, wir haben ab und zu mal Activity gespielt, da muss man ja auch ab und zu mal zeichnen und ich kann es einfach nicht. War nicht so deins. Nee. Möchtest du nachher trotzdem signieren oder sollen wir das als einziges anonym versteigern? Nee, mach ich ruhig. Ja. Wir haben jetzt noch knapp 20 Minuten, ich komme jetzt mal eben rum. Wer jetzt noch keine Frage hat, hat jetzt noch ein paar Sekunden Zeit, eine aufzuschreiben. Ich sammle die jetzt gleich ein. Perfekt, unser Terminator denkt mit, so soll das ja auch sein. Kommen wir mal kurz zu eurem Namen. Es gibt eine journalistische Grundregel, die heißt No Joke with Names, also kein Spaß mit Namen, aber ich könnte mir bei euren Nachnamen trotzdem vorstellen, dass das schon häufig geschehen ist. Wie viele Kochbücher, Kochmützen, Kochutensilien hast du geschenkt bekommen im Laufe? Jede Menge. Jede Menge und immer die gleichen Witze und nein, und ich konnte ganz lange echt nicht kochen. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwann lern's doch mal. Dann geht's. Also es gibt Leute, die behaupten, es schmeckt sogar. Und wie oft hast du das Kapital geschenkt bekommen? Ja, auch. Habe ich auch oft gehört. Aber geschenkt bekommen noch nicht? Nee, geschenkt bekommen nicht, aber die Sprüche über Karl Marx habe ich schon öfters gehört. Ja, ja, gut. Da lernt man dann wahrscheinlich auch mit der Zeit umzugehen. Lernt man als Fußballer auch auf dem Platz Trash-Talk von den Älteren? Also eben haben wir von Ellenbogen gesprochen, aber vielleicht gibt es ja auch verbale Ellenbogen. Was muss man sich da ab und zu anhören? Ach ja, da wird einiges erzählt. Also da hast du auch deine Pappenheimer, die andauernd quatschen, die eigentlich jedes Mal, wenn sie an dir vorbeilaufen, wollen sie dir irgendwas erzählen. Wer hat sich da besonders vorgetan? Du spielst ja jetzt nicht mehr, jetzt kannst du es sagen. Ach ja, da gibt es schon die Altbekannten. Ich sag mal jetzt auch Jermaine Jones, ist ja jetzt auch nicht ganz überraschend, denke ich mal. Oder auch ein Kevin Prince Boateng. Das sind schon natürlich Experten, aber okay, nach dem Spiel ist das halt vergessen, vielleicht okay. Was die so sagen? Ach ja, das will ich jetzt hier nicht unbedingt sagen, aber das, man kann sich das denken, da wird nicht viel Rücksicht drauf genommen. Das ist einfach manchmal auch unterste Schublade, aber okay, ist einfach auf dem Fußballplatz oft so. Also geht dann schon richtig zur Sache, ja? Also ja, da... ja... Nein, da wird, keine Ahnung, da wird also deine Frau beleidigt, da wird dich beschimpft, da wird versucht, dich halt natürlich irgendwie ein bisschen durcheinander zu bringen. Aber es braucht man auch nicht viel vorzunehmen. Ne? Aber je nachdem genau von wem das kommt, muss man da nicht eher manchmal lachen? Ja, schon, aber das gehört für manche einfach dazu. Vielleicht brauchen sie das für ihr eigenes Spiel, aber ja, mich hat es nicht wirklich interessiert. Gut, wir kommen zu unserem Turbo-Talk. Euch würde ich jetzt ebenfalls noch nicht lauern, Petra. Euch würde ich ebenfalls bitten, die Sätze, die ich beginne, zu vervollständigen. Fangen wir mal hiermit an. Petra, bitte zuerst. Jeden Tag essen könnte ich... Nudeln. Top, mein Lieblingsfilm ist... Hangover. Wenn ich den lieben Gott treffen würde, dann... Würde ich ihn mal fragen, was er sich bei manchen der Sachen gedacht hat. Gar nicht leiden kann ich. Käse. Mönchengladbach hat... Einiges zu bieten. Mönchengladbach ist... Meine Heimat geworden. Ich bin eine gute... Ja, mittlerweile. Köchin. Ich bin ganz schlecht im... Zeichnen. Im Zeichnen. Das war eine Steilvorlage. Nimmst du den? Ja, kann ich akzeptieren. Mein Lieblingsmusiker ist... Eine Band? Coldplay. Das letzte Mal Tränen gelacht habe ich... Heute. Schauspieler sind... Mal gut und mal weniger. Fußballer können... Viel. Ach. Abschalten kann ich am besten bei... Spaziergang mit dem Hund. Mein Fernseher schalte ich aus, wenn... Ich schlafen gehe. Wenn ich eine Sache rückgängig machen könnte, dann... Fiel mir jetzt nichts ein. Grätschen sind... ab und zu notwendig. Als Teenager habe ich... viel Spaß gehabt. Mein Lieblingsgegenspieler. Hatte ich leider keinen. Ich kann super... quatschen. Ich war noch nie in einem. Autokino. Mein Lieblingsort in Mönchengladbach ist Schlossreit. Noch nie erzählt habe ich das. Sagst du auch heute nicht, alles klar. Mein Geheimnis. Okay, bleibt das Geheimnis. Dankeschön an euch für diesen Turbo-Talk. Und jetzt ist es soweit, jetzt kommen die Fragen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer hier in der Kulturküche. Und die hat wie immer unser Timinator. Ich bin gespannt. Ich auch. Und zwar bei der Durchsicht ist mir aufgefallen, es scheinen ganz schön viele Borussen-Fans hier zu sein. Ich fange mal an. Das Kleinfeldfußballspiel. Gibt es Tore? Wenn ja, wie groß sind sie? Es gibt Tore, ganz normal, also auch zwei. Sind natürlich ein bisschen kleiner als auf dem normalen Großfeld. Genau die Maße weiß ich jetzt auch nicht. Das sind aber auch größer als Handballtore. Das ist so ein Zwischending. Achso, ich hätte jetzt gedacht, noch kleiner als Handballtore. Nee, das ist so ein bisschen größer als Handballtore. Ah, okay. Aber auch mit Torwart? Also mit Torwart, gleichen normal, Regeln 5 wie beim... Feldspieler, ein Torwart. Okay. Und dann geht die Post ab. Nächste Frage. Wie sieht deine Zukunft aus? Auch wieder am Torben. Ja, im Moment genieße ich erstmal meine Freiheit so ein bisschen, sage ich mal, dass ich mir die Zeit selber einteilen kann, auch gerade mit meiner Familie, dass ich auch am Wochenende auch mal Zeit habe, um irgendwas zu unternehmen. Also für uns Arbeitnehmer heißt das Rentner? Ich habe es nicht vor, auf Ewigkeiten zu sein, aber im Moment, habe ich auch mal Zeit herzukommen. Ja, genießt man vielleicht auch mal. Bei dir, Petra, die Frage nehme ich direkt auf. Wie lange möchtest du noch bei Radio 90.1 bleiben? Ich habe mir da jetzt ehrlich gesagt noch keine Gedanken drüber gemacht. Sollte ich? Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich bin ja ein bisschen raus aus der Moderation. Ich mache ja eigentlich nur noch den Talk. Ich habe früher Frühsendungen moderiert. Da geht man irgendwann mal, wenn man mal über die 40 ist, sagt man, um 3 Uhr möchte ich nicht mehr aufstehen, das sollen mal die Jungen machen. Keine Ahnung, wo es hingeht. Im Moment mache ich mehr Programmplanung, das kann ich mir schon noch eine Zeit vorstellen. Aber ob es bis zur Rente ist. Und macht aber auch noch Spaß. Ja. Also du bleibst Mönchengladbach noch ein bisschen erhalten. Ja. Gut, so. Dann Daniel fragt, auch den Torben, welcher Gegenspieler war der unangenehmste in deiner Karriere? Ja, da gab es einige. Meistens hatte ich immer so ein bisschen Probleme mit den Spielern, die ziemlich flink und wendig waren. Ich kann mich noch an den Thomas Rositzki erinnern, von Dortmund damals. Da hatte ich nach dem Spiel überall Krämpfe gehabt, weil ich denen die ganze Zeit hinterherrennen musste. Ehrlich? Ja, wirklich, war so. Und aber sonst natürlich, wie gesagt, die kleinen Spieler, die wendigen, die haben mir immer ein bisschen wehgetan. Dann eine Frage an Petra, gehst du auch privat ins Stadion oder nur aus beruflichen Gründen, also wenn du berichtest? Also da ich ja immer berichten muss, bin ich im Moment beruflich da. Ich war aber auch vorher privat da, also bevor ich hier angefangen habe, auch privat da. Aber im Moment darf ich ja immer. So, und jetzt entweder haben wir was ganz Kurioses oder einen Schreibfehler. Die Frage geht an Thorsten oder an Torben. Also ich würde sagen, die geht an Thorsten. Thorsten, gibt es für dich einen Anschlussvertrag bei Borussia? Ich weiß gar nicht, hörst du mal auf mit Stadionsprecher oder da macht sich einer Gedanken? Ich habe gar keinen Vertrag mit Borussia. Also einen Handschlagvertrag. Das gilt zwar auch als Vertrag, aber wir haben da keine... das ist ja kein Beruf im eigentlichen Sinne. Wir haben einen Handschlagvertrag und wenn einer von beiden, sowohl Verein oder auch ich, keine Lust mehr haben, dann... haben wir gesagt, dann sagt der jeweilige das dann einfach und dann geht man. Also ich hoffe, also kein Anschlussvertrag. Also an denjenigen, ich hoffe, Torsten auch gemeint. Oder ging das? Ja, ich kann es ja auch beantworten. Also ich habe hab auch keinen Anschlussvertrag. Wir haben einfach das so besprochen, dass der Verein sich das vorstellen kann, dass ich deine Aufgabe mal übernehme. Meine? Wusste ich irgendwas noch nicht? Wer hat die Frage gestellt? Stefan Schippers? Nein. Aber wie gesagt, im Moment lasse ich mir da noch ein bisschen Zeit und dann wird man sich irgendwann mal zusammensetzen und dann, denke ich, wird sich da ein Weg finden. Ja, dazu passt dann hier die Anschlussfrage. Fiel dir der Abschied aus dem aktiven Fußball schwer? Nein, ich muss sagen, eigentlich nicht mehr. Das war genau der richtige Zeitpunkt für mich dann. Das hat sich auch so ein bisschen abgezeichnet in der letzten Zeit dann schon. Und ich muss auch jetzt sagen, ich vermisse es jetzt auch nicht. Ich bin mit mir im Reinen, ich bin zufrieden, wie meine Karriere verlaufen ist. Bin dankbar dafür, dass ich das so lange machen durfte und deswegen freue ich mich jetzt, dass ich jetzt in der Situation bin, wie ich jetzt bin. Sicherlich ist es meine Umstellung. Der Tagesablauf wurde dir immer vorgegeben. Jetzt muss man sich selber drum kümmern, aber das vorgegeben schon, also der Tagesablauf trainingsmäßig, aber zwischendurch, wenn man zweimal am Tag Training hat, musstet ihr dann auch immer da bleiben zum Schluss? Oder, also früher war es so, dann konnte man ja zwischen den Trainingseinheiten auch mal fahren. Ja, das hat man dann, durften wir auch machen. Nur dann machst du ja auch nicht viel, dann gehst du vielleicht was essen oder legst dich in dem Moment dann irgendwo hin. Meistens dann zu Hause oder im Stadion bleibt man dann. Aber fällt das dann schwer? Wie reagiert denn dann die Frau? So wie bei Loriot, Papa Ante Portas, was willst du denn schon wieder hergehen? Mal ein bisschen Fußball spielen, oder? Nee, meine Frau hat mich ja jetzt auch eingestellt bei der Gema. Gema Müll rausbringen, Gema einkaufen und so. Die nutzt das schön aus, ja. Die freut sich. Petra, du hattest Thorben ja im März noch bei dir. Wenn du jetzt eine Frage in den Hut hättest werfen können, was hättest du ihn jetzt gefragt? Ist eigentlich schon gefragt, wir haben uns ja eben draußen schon unterhalten und wenn ich so sehe, wie er aussieht und strahlt, wäre eigentlich so, wie man damit fertig wird, ne, nach all der Zeit, weil es hat, ist ja, der Fußball ist halt dann ja eine ganze Zeit lang das gewesen, was dein Leben bestimmt hat und der eine wird mehr damit fertig, der andere weniger, aber ich glaube, Thorben ist da... geht da ganz gut mit um. Das wäre auch meine Frage gewesen. Tja, und wie er aussieht, du siehst richtig gut aus, ja. Wie schwierig... Gut ernährt, ne? Nee, aber wie schwierig ist das, sozusagen sein Gewicht zu halten? Also wenn du jeden Tag Sport gemacht hast und dann von einem Tag auf den anderen... Ja, du wirst wahrscheinlich noch laufen, nehme ich mal an, so ein bisschen abtrainieren, runtertrainieren. Aber wie schwierig ist das, sich dann umzustellen? Ja, ist wirklich schwierig. Ich habe auch schon ein paar Kilo drauf, muss ich auch sagen. Sieht man nicht. Danke, ist nett, aber es ist so. Deswegen habe ich ein großes T-Shirt angezogen. Nee, aber es ist wirklich eine Umstellung. Man muss schon trotzdem noch einiges machen. Ich gehe gerne Tennis spielen, gehe auch öfter mal joggen. Das wurde mir auch so geraten, auch von unseren Ärzten, weil es sonst doch schon gefährlich werden kann fürs Herz. Also man soll schon ein bisschen abtrainieren. Aber ich bin halt auch ein Typ, der gerne isst. Und ja, da muss ich mich ein bisschen zusammenreißen. Ein bisschen. Ja. Nee, isst! Mal so, mal so. Gut, dann kommen wir zu einem weiteren Spiel, kleine Rubrik. Entweder oder geht jeweils mal an den einen, mal an den anderen. Petra, Frühdienst oder Spätschicht? Spätschicht. Foulspiel oder Gegentor? Foulspiel. Kulthits oder das Beste von heute? Kulthits. Nach der Karriere Golf spielen oder Trainer werden? Golftrainer werden. Ich kann kein Golf spielen. Trainer ist für mich im Moment auch schwer vorstellbar. Also habe ich auf deiner Facebook-Seite aber was anderes gesehen. Kommen wir gleich noch zu. Kaffee oder Tee? Kaffee. Trainingsanzug oder Jeans? Jeans. Halb Paul oder All Right? Halb Paul. Hello oder Alav? Ich? Hello, hello. Rock'n'Roll oder Disco Fox? Rock'n'Roll. Grätsche oder Hackentrick? Oh, Grätsche. Elf vom Niederrhein oder Seele brennt? Die Seele brennt. Elf vom Niederrhein oder Seele brennt? Die Seele brennt. Die Seele brennt. Jawohl, sagt da jemand. Und damit sind wir auch gleich bei einem kleinen Fußball-Song-Musikquiz. Ich würde euch bitten, jeweils die Songs fortzuführen, die wir jetzt kurz mal anspielen. Und wenn du gedacht hast, nach dem Malen wird es nicht schlimmer, es wird schlimmer. So, also hören wir mal kurz rein. Von Brüdern, der Borussia, drum singen wir es immer wieder. Hurra, hurra, Borussia. So, wie geht's dann weiter? Wisst ihr nicht? Gut. Wir sind ein heiliges Volk von Brüdern. Wir sind hurra, Borussia. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin wahrscheinlich auch die Älteste hier in der Runde, aber könnte vor meiner Zeit gewesen sein, oder? Es ist in der Tat das ganz alte Borussenlied, was aber eine von Borussias Fanband, also die Fanband BO, nochmal neu aufgenommen hat. Boruss bin ich und stolz darauf. Vielleicht gut, aber vom Publikum anderes, vielleicht nehmen wir das hier mal. Seither weißt du jedes Spiel auf der Elbe, Isar, Main. Mit Stolz sag ich auf mein, da muss das B vom Niederrhein. Oh. Ole, und dann? Also, wer es vom Publikum jemand weiß, ich komme zu einem. Gerne, ja. Gerne helfen. Da weiß es einer, da zeigt jemand auf. So, wenn mein Mikro jetzt so lang ist. Er kann direkt weiter singen. Ich starte nochmal und... Er muss zu mir kommen, bitte. Du weißt es. Oder ihr weiß. Ich spiele nochmal an und dann singst du einfach weiter. Ja, komm mal auf die Bühne, damit die Kameras euch auch einfangen können. Ja, sicher. Seither weißt du jedes Spiel auf der Elbe, Isar, Main. Mit Stolz sag ich auf mein, da muss das B vom Niederrhein. Oh. Schwarz-Weiß, schwarz, ole, schwarz-Weiß, ole, schwarz-Weiß, ole. Wollen wir mal hören? Seither weißt du jedes Spiel auf der Elbe, Isar, Main. Mit Stolz sag ich auf mein, da muss das B vom Niederrhein. Ole, schwarz-Weiß, ole, ole, schwarz-Weiß, ole, ole, schwarz-Weiß, ole, schwarz-Weiß, ole, schwarz-Weiß, ole. Ja, jetzt machen wir mal was Einfaches, ja? Jetzt mal gucken. Schalalalalalalala. Schalalalalala. Schalalalalala. VfL Borussia. Gibt's noch mehr? Noch mehr? Nee? Hören wir auch da nochmal kurz rein, ja? Könnt ihr da mitsingen, mit Klatschen? Schalalalalala. Schalalalalala. VfL Borussia. Schalalalalala. Ich weiß nicht, wozu du Leuchtstäbchen hast, aber vielleicht wäre das jetzt der Moment gewesen. Ja, vielleicht wäre das der Moment gewesen. Wer kann denn die Seele brennt singen? Oh, also im Notfall haben sie auf meinem Handy. Trauen sich nicht so viele, aber vielleicht macht ihr tatsächlich, wie lange haben wir denn noch? 2 Minuten? Wir haben noch 2 Minuten. Haben wir noch, ja? Okay. Ich weiß nicht. Traut sich denn jemand? Ja, wir gucken einfach mal. Vielleicht geht das Experiment in die Hose, vielleicht aber auch nicht. Also. Aha. Ich hab da mal was vorbereitet. Waren's da. Seele brennt für Mönchengladbach, VfL Borussia. Was machen wir denn jetzt mit denen? Stolzer Blick zurück, volle Kraft nach vorn. Genau. Für die Samen, den die Welt so glorreich kennt. Die Seele brennt. Auch das war ja, im Stadion geht das definitiv besser. Aber das hören wir dann am Freitag. Wie gesagt, heute 2 Tage vor dem Spiel gegen den HSV. Was glaubt ihr zum Schluss noch? Wie geht es aus? Wie geht die Saison weiter für unsere Borussia? Kommen wir nicht drum herum, auch über das Aktuelle zu reden. Petra, du zuerst. Ich zuerst, okay. Ja, wird ein hartes Spiel. Was hast du gesagt? 3-1? 2-1, sage ich, für Borussia. Und dann ist das der Anschub. Tom? Ich glaube auch, dass sie gewinnen werden. Ich sage 2-0. Und dann, wie Petra auch sagt, dann geht es endlich wieder aufwärts. Dann kommt ein schönes Champions-League-Spiel, wo wir uns auch alle schon drauf freuen. Und dann natürlich das Derby dann. Darauf freuen wir uns auch. Wir hätten uns so ein Derby, kann ja auch mal Kräfte freisetzen und dann geht das gut weiter. Das glauben wir. Hier geht es auch weiter im Oktober. Dann wieder der 2. Mittwoch in der Kulturküche, Waldhausener Straße 64. Einfach immer mal uns bei Facebook folgen oder bei YouTube. Da kann man sich alle Sendungen auch nochmal anschauen oder unter www.kitchentalk.tv einfach mal schauen, wer dann als Gast hier in der Kulturküche kommt. Ich freue mich ganz, ganz, ganz toll, dass ihr heute Abend hier wart. Vielen Dank, Petra Koch. Vielen Dank, Thorben Marx. Und bedanke mich natürlich auch bei unserem Timinator und bei euch. Ihr wart ein wundervolles Publikum hier im Kitchen Talk. Das war es aus der Kulturküche. Klickt wieder rein, schaltet ein hier bei City Vision, bei YouTube oder kommt einfach vorbei in Mönchengladbach für Kitchen Talk Nummer 8. Tschüss.